denn teilweise, wenn so Englisch redet, müsst ihr wissen, der hat so ein mehr so wirklich so diesen bayerischen, so einen bayerisch-englischen Akzent. Ich hab zwar nichts gegen diesen bayerischen Dialekt, den ich mitunter auch kann, aber nicht spreche und würde mir wahrscheinlich auch sehr schwer fallen, da gut damit zu sprechen. Wie gesagt, ich kann ihn zwar, aber trotzdem, da müsste ich erstmal wieder reinkommen und etwas länger sprechen, damit ich mich daran gewöhne. Wieso kommen eigentlich immer zwei von diesen? Und ihr müsst, und ich weiß nicht, ob manche von euch kennen, aber es ist immer irgendwo etwas scheiße, wenn ihr dann irgendwie so eine Fremdsprache habt und dann kommt doch jemand mit so einem anderen Dialekt dazu und es hört sich da ganz scheiße an und dann, weißt du, wenn die irgendwas sagt, dann sind die Sachen so unverständlich und sowas und bei diesen Schulaufgaben, die haben dann so Texte, irgendwelche Texte, die voller Bullshit sind. Diese Aufgaben, die verstehe ich teilweise nicht, weil die immer so scheiße sind. Aber naja. Aber das ist auch wieder so ein Fall von, wenn ich in der Schule Englisch spreche oder Englisch habe, dann bin ich da richtig scheiße. Wenn ich außerhalb der Schule was irgendwie was Englisches lese oder sonst was, dann bin ich da einfach gut. Mich beschleicht ein komisches Gefühl, dass ich diesem Kerl nicht trauen sollte. Seit er durch das Portal hierher gekommen ist, denke ich dasselbe. Es ist ja nicht so, als ob wir überhaupt eine Chance hätten, es aufzuhalten. Wie habe ich die nochmal geschworen? Wenigstens bekommen wir ein paar Erfahrungspunkte. Haha. Wir haben ihn frei gemacht. Der Weg ist frei. Wir können jetzt reisen. Gut. Ich muss euch warnen, Monster könnten unseren Weg kreuzen. Ihr solltet wachsam bleiben. Noch ein paar Dinge, bis ich fertig bin. Escort, unbekannte Lebensform. Ich weiß wirklich zu schätzen, was ihr für mich tut. Wenn wir die Höhle erreicht haben, werden wir uns weiter unterhalten. Klingt interessant. Lass uns weitergehen. Wir halten dir den Rücken frei. Reisen. Die Händler verkaufen es billiger. Es ist aber nicht billiger. Ich liebe es, Gold auszugeben. Die Höhle ist sofort im Tode. Thank you.
gewürfelt. Oh oh, seht euch mal um. Ich glaube, wir haben da ein Problem. Blick zurück. Hack, nicht umdrehen. Wir haben nicht nur irgendein Problem, sondern ein riesiges Problem. Oh, was habt ihr denn Angst? Schnell hier entlang. Gutes Fleisch. Puh, den Göttern sei Dank, dass ihr hier seid. Dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Aber du hilfst uns bei dieser Quest doch gar nicht, oder? Naja, da wäre also diese Gruppe teuflischer Wesen vor uns. Was machen wir? Bereithalten? Fragezeichen. Macht euch fertig. Sie bereiten sich auf den Angriff vor. Oh mein Gott! Novine! Dein Gott? Wer ist dein Gott, hä? Und ja, diese Frage kenne ich auch. Die habe ich sogar schon mal jemand gestellt, so. Also, oh mein Gott, wer ist dein Gott? Also, halt, Marvel. Das waren immer diese besten Unterhaltungen, vor allem diese Sachen bei uns. Heilt der mich bitte, wenn er nicht mehr verwundet ist? Ja. Soll mir egal sein. Ich hab ganz Gegenstandsschlag gelesen. Sehr viel ist das. Na egal. Unsere Probleme können wir wie immer selbst. Wir sollten nicht mehr hier bleiben. Es könnten noch viele mehr kommen. Schnell hier entlang. Oh Mann, der Geheimkorridor ist versperrt. Mir fällt nur eine Person ein, die darüber Bescheid wissen könnte. Im Yoga-Dorf solltet ihr das magische Passwort erfahren können. Ich werde auf euch warten. Vergesst nicht, Veritas, lieber Rabbit-Boss zu erwähnen, wenn ihr das Yoga-Dorf erreicht. Er wird wissen, was zu tun ist.
Ist das nicht ein lateinisches Sprichwort? Ja, das stimmt. Die Wahrheit wird euch befreien. Ich habe ein paar Online-Lateinkurse belegt. Ich werde hier warten. Den Weg kennt ihr ja. Los jetzt. Reisen zum Yoga-Dorf. Hallo Abenteurer, wie kann ich euch heute behilflich sein? Veritas, lieber Rabbit Boss, nachdem ihr das Sprichwort von euch gegeben habt, glänzen die Augen des Dorfältesten, als ob er verzaubert worden wäre. Dann fängt er an, ein paar Worte zu murmeln. Ihr versucht euch darauf zu konzentrieren, was er gerade vor sich hin murmelt. Als ihr ihm näher kommt, könnt ihr seine Worte deutlich verstehen. Melon ist das Wort, Melon ist das Wort, Melon ist das Wort. Dies wiederholt er noch ein paar Sekunden lang und plötzlich kommt er wieder zu sich. Also Abenteuer, wie kann ich euch heute behilflich sein? Ist schon okay. Wir wollten dich fragen, wo es zur Schenke geht, aber mir ist der Weg doch wieder eingefallen. Danke, Dorfältester, bis bald. Schenke geht es in die Richtung. Fähigkeitspunkte. Bring den Charakterbogen auf den neuesten Stand. Okay. Der ist viel wichtiger. Und der Bestie. Stimmt, ich muss ja hier die neue Aufgabe annehmen. Magisches Passwort. Schnell, wir müssen uns beeilen. Die unbekannte Lebensform wartet immer noch auf uns. Nachdem das magische Passwort laut ausgesprochen wurde, werden es die Monster auf euch abgesehen haben. Seht euch also vor. Irgendein Problem gibt's doch immer. Naja, wir werden schon damit klarkommen. Ja, durch 10.000 Gebiete laufen und dann von Gegnern immer angegriffen werden. Vor allem von Schneebären. Schneebären! Die sind böse. Schnabel für einen Angriff. Okay. So, hier werden wir auch wieder angegriffen. Ein Wolf. Ja, ich weiß, das sieht sehr unprofessionell aus. Jetzt ist er tot. Das war's mit dir, du Bastard. Pizza kann jetzt keiner bestellen. Wow, es gibt noch nicht mal Gold. Plus 1 auf Feuerball. Cool, Feuerballerie. Tatsächlich etwas gekauft. Yeah.
So, der Krieger kann das auf jeden Fall brauchen. Was ist über ihm weg? Den einen Ring habe ich weggetan. Und jetzt kaufe ich den vierten Ring nochmal. Kauft schön weiter ein. Das ist doch irgendwas für die Kampagne. Wisst ihr was? Ich werde den ersten Ring, glaube ich, mal verkaufen. Ja. Okay. Da gerade ein sehr komisches Geräusch. Nun, ich werde an dieser Stelle mal schnell einen Cut machen. Je nachdem, ob ich da nochmal aufnehme oder nicht. Ich werde trotzdem aufnehmen. Ja, ich weiß. Okay. Dann bis gleich, Leute. So, ja und so. Ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt nachgeguckt. Da war kein komisches. War auf jeden Fall nicht, was irgendwie groß ein komisches Geräusch hätte machen können. Vielleicht was, wo die Tür die geknarzt hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich noch mein Geld geholt und dann. Oh ja, ich habe ja noch meine Fisherman Friends da. Ja, ich mag Fisherman Friends. Also wenn ihr mir mal was schenken wollt oder so, dann kauft mir solche Fisherman Friends. Ich habe solche Tropical hier. Ich habe hier auch momentan habe aber auch solche Cherry, also hier so Kirsche. Wo ich gerade habe ich gerade so im Mund. Ich finde die eigentlich gut. Muss ich mal probieren. Dann könnte ich auch mal sagen, welche ich mag und dann könntet ihr mir auf jeden Fall welche schenken oder so. Wenn ihr mich mal jemals irgendwo seht. Oder zum eventuell auf der Gamescom 2015. Da ich da vielleicht das Jahr bin, ich weiß nicht, muss noch gucken, wie ich mir so die Tickets kaufe. Da ich kein PayPal habe oder meine Eltern auch nicht, müsste ich das bei jemand anders machen. Da ich dann mit dem Dexter hingehen will und der sowas hat, müsste das vielleicht gehen. Ich weiß nicht, da muss ich einfach mal schauen, wie das so ist. Aber es dauert noch und die Kartenshops machen die erst im Februar auf, so viel ich weiß. Also passt es ja. Hey, da sind wir wieder. Puh, das hat aber verdammt lange gedauert. Och, wir hatten nur ein paar Probleme mit Truppen des Bösen. Wie auch immer, hier steht geschrieben, die Türen von Schiffbruch Bay des Herrn von Pen and Paper, sprich Freund und tritt ein. Melon. Melon. Nein. Melon. Ich hab's falsch. Ein Knirschen ertönt, der geheime versiegelte Weg erbebt. Plötzlich tut sich ein verborgener Weg, als würde er auf die Wand gezeichnet. Ihr könnt die Wand jetzt durchqueren. Dies ist ein geheimer Ort und hier muss auch das Dock gebaut werden. Die Monster können diesen Ort nicht erreichen, also ist er sicher. Was ist das für ein Ort? Ein Ort, der so sicher ist, dass ich hier sogar eine Festung errichten könnte. Anfangs wird diese Festung ein Dock sein. Dann werde ich es ausbauen. Wir brauchen es, um an andere Orte reisen zu können. Orte, von denen ihr nicht mal wisst, dass sie existieren. Hier ist es. Das Spiel hat völlig neue Ausmaße erlangt. Und da ist wieder Mr. Krabs. Schiffbruch Bay. Okay, also dann, du kannst mit dem Bau beginnen. Alles bereit, Zeit mit der Arbeit zu beginnen.
4. Okay. Alles bereit? Alleine dürfte sie dafür doch viel zu lange brauchen. Wenn sie einen Grund hat, das zu bauen, dann soll sie es machen. Hoffen wir, dass es schnell geht. Unbekannte Lebensform ist jetzt bei der Arbeit. Ihr Projekt wird in ein paar Monaten abgeschlossen sein. Es wird euch Reisen zu anderen Orten ermöglichen. Cool. Wow. Mysteriöses Portal. Wo ist die sonderbare Gestalt? Ist sie abgehauen? Zu euren Diensten. Ihr müsst wissen, dass mich euer Meister herbeirufen kann, wann immer ihr wollt. Denn er kontrolliert einen Teil des Geschehens. Jetzt wird es sogar noch komplizierter. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum sich die Zauberer von der Ostküste im Westteil eurer Karte befinden? Ich dachte, das wäre irgendein Übersetzungsfehler. Das liegt daran, dass wir uns weit vom Osten, dass wir uns weit im Osten befinden und eure Karte unvollständig ist. Es gibt noch viel mehr, das ihr nicht sehen könnt. Schiebt es auf den Künstler, der diese Karte anfertigte und sie euch gab. Ja. Ja. Sie zeigt, dass die Welt größer ist, als ihr denkt. Ihr seid in dieser Pen-and-Paper-Welt nicht ganz so alleine, wie ihr immer dachtet. Entschuldigung die Störung, ich muss euch um einen Gefallen bitten, um meine Arbeit beenden zu können. Einer meiner Freunde wird bald durch das Portal kommen und ihr müsst ihn hierher zu mir eskortieren. Okay, los geht's. Wir hatten gar keine Zeit, uns einander vorzustellen. Wie lautet denn dein Name? Ich heiße Zahn.